Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier am Arsch. Auch ein bisschen im Arsch. Wir werden jetzt hier das Fahrzeug auffüllen. Mit Dünger und Saatgut. Eigener Produktion. Jetzt ganz gereicht. Auf 15 Uhr gleich nach arbeiten dafür. Also bin ich fertig. Getreide probieren, mit Mais. Aber okay, kann ich nicht. So, Zeug auf Feldenrohr. Zwei. Soll fertig gemacht werden. Na, Mikrofon. Vergesse ich öfters. So, dann klappen wir die aus. So, wenn Feld 15 Restarbeiten gemacht sind, dann wird Traktor frei. Mal schauen, welchen Hänger dann nehmen. Wir ja zwei Anhänger schon haben. Einmal haben wir da. Oh, müsste eigentlich. Ein bisschen greife ich auch einen mit. Im Fall der Fälle, ne? Das Paket 2. Ich wollte die Restarbeiten nachmachen. Das wäre auch wichtig. Der wird tongelauter geworden. Ich weiß nicht warum. Von den Faktoren. So. Vielleicht eine andere Ecke machen gleich hier. Klappen wir hoch. Ja, mit Mais sieht schlecht aus. Aber Mais wäre nicht mehr zu verkraften, aber Hopfen können wir retten. Also nur warten, bis es trocken wird. Ne? Ist trocken. Wahnsinn. Gehen wir auf 1 zurück. Keine Zeit für Plemper, ne? Trocken um 12 Uhr. Ja, das können wir ungefähr 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden ernten. Also, wenn wir das Feld hier fertig haben. Dann können wir morgen näher die Aussaat machen. Ne? Aber sobald die Felder fertig sind, abgeernt sind, da können wir dann sofort die Aussaat durchführen. Außer bei
Bei Mais, das machen wir ja in einem Ritt mit zwei Dreschern. So. Regen brauchen wir dringend. Also sobald die Ernte erledigt ist, da kann man dringend Regen. Ja? Also hoffen wir, dass wir im Winter was kriegen. So, fahren wir her zurück und gleich mal die Ernte beginnen. Da springen wir nicht rein. Die Beule flackert. Pellesrick. Die Pellesrick flackert. Ja, das ist Folge Nummer 6. Wünsche allen einen schönen Samstag. Hoffentlich habt ihr die Woche gut bestanden. Und dann werde ich wissen, wie Freitag arbeiten war. Ich habe in dieser Zeit viel Arbeit und das ein bisschen unsicher, ob ich da den Tag frei habe. Muss ich sehen, Samstag oder Montag, Dienstag, Mittwoch, da muss ich mal voll stundenmäßig reinhauen. Wenn es mir gelingt. Also wie voll er wird. Uhrzeiger sind es ja so rum, ne? Ja, meinen ersten Tabak hier. So. Fell 54. Hier speichern wir jetzt nicht. Das ist laut. Hier machen wir drei Vorgewände. Weit. 2 Meter. Kann passen. Gut, der arbeitet schon mal. Wenigstens einer. Jetzt kommt zu dran. Ach, von da kommen die rein. So, klappt mal aus. Aber erst noch anfahren. Hier ist ein Zaun und ein Laternenpfahl. Das muss das auch der Seemaschine sein. Ich würde sagen, hier kann doch nicht sein, wir haben gerade angefangen. So, Kursgenerierung. 1. 2 Vorgründe reicht hier normalerweise. 1, 2 Meter. Das klappt mal gleich aus. Dann meckert er gleich wieder. Oh, das Bier kann beginnen mit Bierbrauerei. Wie schön. Oh, muss gepflügt werden. Na ja, gut. Hier war ich was so eine Änderung gewesen. Also, so, zweiter Maisgebiss und zum Feld Nummer 17 fahren. Mit dem Case. Da geht die Ernte los. Ich glaube, die Musik ist zu laut.
So, aber wir brauchen kein Anhängsel, ne? Hopfen schon 40%. Eieieiei. Die ersten Male war ich noch alleine. Und Tabak ist schon bei 17. Na, 70, okay. Blocking, wo Blocking? Tabak Blocking. Der andere ist ja klar. War ja fertig. Welchen Zaun mag er nicht? Den nicht. Muss die Fett löschen, ne? Eine Breite von unseren Kärcher nehmen. Ein Zaun ein bisschen ungünstig. Muss ich mal manuell machen. Bis der Zaun vorbei ist. Bis gleich zu Ende. Normalerweise hier Gras, ne? Normalerweise. Bei mir trinkt normal. Ich muss die Fruchtfolge ausreizen. Naja, so viel Hopfen haben wir, so viel Hopfen. Alles vormachen können. Jetzt vorbereiten. So, du fährst Richtung 17, das machen wir selber, oder? Na, lass uns fahren, ne? So, du fährst. Und auf geht's. Sind wir jetzt hier also bei der WGH? Zu Hof. Das ist unser Faktor hier. Ah, nicht, dass wir so viel Arbeit haben, gleich lustig, also gleich voll ist. Wo war das versteckt? Günstig, stimmt, das ist gut. Da hinten ist gut. Die Bucht, ja, gut. Ich kann die Bierbrauerei beginnen, ne? Habe ich darauf gewartet. Ich habe noch Geld verdient fürs Frühjahr, dass wir noch Felder kaufen können. So, den machen wir Einstellung. O3. Streng, alt, 0. Zurückfahren. Und zwar. Drescher.
Der Hof ist gut. Hofsilo entlang. Feld Nummer 1. Dann gehst du gleich den Drescher auch einstellen, Feld 1. Abfahrer. Mit 1. Muss jetzt klappen normalerweise. Gut, das habe ich so eh nicht befürchtet, aber. So, hier bei der BGH. War hier irgendwo. Da wo der LKW ist. Oh, ungünstig. Na gut, okay. Wir starten ja von da. X. So, und gleich mal berechnen. Kursgenerierung 17, ein kleines Feld. Und bis. Hier haben wir gleich mal entsprechend Befehle geben, ne? Und zwar, du wirst ab sofort hier abfahren. Feld 17, Fahrhof. Der Hof geht nicht. So, dann muss ich mal einen LKW nehmen. Und den blauen Anhänger verwenden. Von Tabak. Jetzt lag ich erstmal ein, dann werde ich irgendwann mal Flammenschutz aktivieren. Aber wo genau, muss ich mal sehen. Vielleicht lag er auf der Position aus, auf anderen. Fläche. Muss ich mal sehen. Der LKW kippt nicht so stark nach links und rechts und vor allen Dingen die Kurven nicht so empfindlich, ne? Das wäre ein bisschen getauscht. Würde passen, Mensch, genau richtig. Kann ich besser laufen können. Ich möchte ja auch nicht so sehr in den Fahrbereich des Dreschers kommen. Ne? Die Möglichkeit so weit weg wie möglich, dass er fahren kann. Müsste so klappen normalerweise. Müsste. Wenn nicht, werden wir es bald erfahren. Wir noch die Restarbeiten nachmachen, außer auffällig.
Zeit. Oh, überzogen. Gut, liebe Schauer, das war auch für die heutige Folge. Dann seid mal tschüss und ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter. Tschüss.